als Sie vor einigen Wochen, als die Nachricht kam, dass Sie zum bestangezogenen Mann Deutschlands gekürt worden sind, haben Sie da gesagt, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt? Oder haben Sie gedacht, ganz schön, wenn Politiker auch ganz ansehnlich aussehen? Nee. Das war erstes und das ist tatsächlich wörtlich auch das, was ich gedacht und nicht nur gedacht, sondern auch gesagt habe. Das hat mir jetzt wirklich gerade noch gefallen. So, und das ist ja auch ehrlich gesagt, normalerweise, also ich schäme mich deshalb nicht, aber es ist in der Politik nicht so auch nicht ganz unkompliziert. Also allein der Tatsache, dass ich Maß heiße. Aber es ist ein schönes Wortspiel, Entschuldigung. Ja, aber es stimmt halt trotzdem nicht. Mhm. So, aber ich trage keine Maßanzüge und es ist ja eigentlich egal, welche Anzüge ich trage. Und selbst wenn ich welche tragen würde, würde ich es mit Tucholsky halten, der mal gesagt hat, lieber ein Anzug nach Maß als eine Gesinnung von der Stange. So. Sie sind auch Triathlet. Nicht alles, was in der Zeitung über mich steht, stimmt, aber das stimmt. Das mit dem Triathleten stimmt. Genau. Ja? Wir haben auch, ehrlich gesagt, wenn Sie Nein gesagt hätten, hätten wir ein Beweisfoto gehabt. Ehrlich? Dass ich Ihnen trotzdem zeigen will, es ist ein böses Foto, schauen Sie es mal an. Ich sag das auch nur, weil... Du sagst das immer böse. Also ich finde, so einen Neoprenanzug kann echt nicht jeder tragen. Ja, selbst das da steht ihm böse. Ja, Da hat Judith und ich gestern schon in den letzten Monaten sehr viel in den Schlagzeilen wegen der vielen Initiativen, die Sie ergriffen haben. Es kommt, man hat das Gefühl, Ihr Ministerium feuert praktisch jede Woche einen neuen Gesetzentwurf raus. Stimmt aber nicht. Unglaublich aktiv. Aber der Eindruck alle zwei Wochen. Ist, alle zwei Wochen, sehen Sie? Also war ich doch fast nahe dran an der Wahrheit. Aber eben auch wegen Ihrer privaten Konstellation, die Sie gerade haben. Sie aber gerne von Ihnen wissen würden, ob es Sie überrascht hat, in welchem Ausmaß die Medien daran Anteil genommen haben und ob es etwas gibt, von dem Sie sagen würden, diese Erfahrung wünsche ich keinem Zweiten. Die ganze Erfahrung, ehrlich gesagt. Und, welche Erfahrung? Nee, also, wissen Sie, ich finde, es gibt echt in Deutschland Wichtigeres als mein Privatleben. Punkt, aus, Ende. Mhm. Und, also auch die ganze Medien. Mhm. Und gibt es nicht irgendwie in Heiko Maas eine unvernünftige Seite, die sagt, das merke ich mich und irgendwann rechnen wir ab? Doch, also, sicher. Ich habe ja auch so meine Liste. Eine Scheuern ist zwar nicht ganz legal, glaube ich, aber doch manchmal sehr befreiend, oder? Es kommt darauf an, für wen. Also für den, der scheuert. Ja, trotzdem sollte man nicht auf die Art und Weise anfangen, Konflikte zu lösen oder sein Wohlbefinden verbessern. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt auch den Justizminister wiedergefunden habe. Herzlichen Dank. Danke mal.